Aber ich glaube, auf diese Seite kommen wir wahrscheinlich von oben her. Oder von einer anderen Etage aus. Wow. Würde ich mal schätzen, weil wir sind sonst alles abgegangen, was wir hier abgehen konnten. Also ja, ich schätze mal da drüben, da wo da auch das Rüstungsupgrade ist, werden wir wahrscheinlich da oben lang kommen. So, runter und den Rüstungshändler freischalten. Divine Wrath, gives the Paladin to stun? Ja, das haben wir doch schon. Healing, heals the Paladin and all team members at the rate of... Oh, neue Fähigkeit. Auf jeden Fall erstmal 180 Grad. Ja, das auf jeden Fall. Armor erstmal. Healing können wir uns dann später kaufen, wenn wir die nächste Ebene abgeschlossen haben. Das wäre dann wahrscheinlich eine neue Fähigkeit. So. Auf nach Ebene 6. Gut, hier ist ein großes Loch. Und mal gucken, was wir sonst noch so finden werden hier. Ich habe ja so das Gefühl, dass wir uns alle Akte nochmal nach unten durchkämpfen müssen. Kleine Stückweise. So, erstmal die Skelette hier töten. Na, sie machen uns immer noch gut Schaden. Oh, vor allem wenn wir mit der Seite oder mit dem Rücken zu den Bogenschützen stehen, ist das nicht so gesund. Gut. Ja. So, weg mit euch. Weg mit dem Irokesen-Skelett. Und ja, ich nenne die einfach Irokesen-Skelette, weil die sehen für mich wirklich so aus, als hätten sie Irokesen auf dem Kopf. So, da ist wieder ein geheimes Ankh. An das wir von hier aus nicht so leicht rankommen. Also hier sehe ich schon mal keine Mauer, die verdächtig aussieht zum Einschlagen. Hier sehe ich nur Schalter. Okay, die Schalter öffnen da die Türen. Ich will aber jetzt erst einmal noch ein bisschen Beute machen hier aus den Kisten. Erinnert ein bisschen an Diablo, Kisten und Fässer zerdeppern für Loot. Nur, dass wir halt keine Gegenstände haben, die wir einsammeln können. Das ist ja auch nicht wirklich die Essenz des Spiels. A passage has been revealed. Ah, da oben. Wurde eine Passage freigemacht. Ah ja. Böse Skelettbogenschützen. Und da habe ich doch schon wieder so einen Eisdinger gesehen. So. Ja, da drüben. Und da ist noch gleich noch einer. So, kommt erstmal hier ihr Skelette. So. Weg mit dir. Genau. So, Bogenschützen ausschalten. Oh, die Spawnpunkte sehen sogar teilweise anders aus. Da liegt sogar extra so eine Bogenschützenmütze. Also ja, dieser Spawner hätte wahrscheinlich hauptsächlich Bogenschützen gespawnt. Bronzeschlüssel. Waffenupgrade. Oh ja, schick. Müssen wir nur noch gucken, wie wir an das Waffenupgrade rankommen. So nicht. So, erstmal die weghauen. Ah, Banner weghauen. So. Da sind wieder Feuerwerfer. Die ignorieren wir erstmal. Aber den Spawner nicht ignorieren.
Vendor-Münze. Die sieht so aus, als ob man die irgendwie teleportieren kann. Und das hier sieht der Weg nach unten aus, den ich vorhin angesprochen habe. Au. Autsch. Also ja, die Türme machen auch nicht mehr so viel Schaden bei uns. Aber es ist doch noch immer hin genug Schaden, dass wir uns vor ihnen in Acht nehmen sollten. So, weg mit dem Turm. Das könnten übrigens die ganzen Pyramiden sein, die wir von unten gesehen haben. Also eine Etage drunter. Das wäre ja cool, wenn sie das so ebenenübergreifend eingebaut hätten. So. Weg mit euch allen hier. So. Schatzkammer. Skelett mit Banner. So. Das hier sind normale Skelett-Spawner. Die hauen wir einfach mal weg. So. Mitsamt Skeletten. Und ich glaube, mittlerweile kommen fast nur noch gepanzerte Skelette. Ja, ihr könnt ruhig da durchlaufen und sterben. Habe ich nichts dagegen. So. Soll ich erstmal da oben lang gucken? Scheint so eine Art Dead End. Ja, taubes Ende, totes Ende zu sein. Ja, genau. Öffne eine Kiste mit einer Bombe drin. Bomben hatten wir übrigens schon lange keine mehr. So. Wow. Können wir hier irgendwie Planken legen? Weil da oben habe ich gerade gesehen, ist so eine Planke. Wow. Erstmal gucken, dass wir das Ding loswerden. Dafür verstecken wir uns am besten erstmal hier auf der Seite. Töten die Skelette, die um die Ecke kommen. Aktivieren den Teleporter für die Vendor-Münze. So, weg mit dir. Das geht mittlerweile richtig gut. Bronzeschlüssel. Sehr gerne. Ne, du bist keine Secret Wall. So. Und ja, es wird immer verzweigter und viel offene Gebiete mit einem Haufen Spawnern und so. Aber ja, wir kommen hoffentlich klar damit. Wir wurden vergiftet. Wow, und ich? Okay, ich bin gerade total falsche Richtung gedasht. Wow. So. Weg mit euch allen. So. Wow. Okay. Dann würde ich mal sagen, gucken wir doch mal erstmal dieses Gebiet hier. Weil ich jetzt da aus Versehen reingestolpert bin. So, erstmal wieder zurück. Und den Raum da öffnen. Dabei können die Skelette da ruhig vertrustet werden. So. Sehr gut. So, durch. Du fällst mir nicht in den Rücken. Aha, ihr könnt mir gar nichts. Ich habe einen viel zu hohen Angriffswinkel. Irgendwann habe ich 360 Grad und dann treffe ich irgendwie alles. Ein paar Bogenschützen können mir auch nichts. So.
Ah, Bombe aber. So, Bombe kann aber machen. So, hier laufen wir mal wieder. So, Spawner weg. Wow. Das kann gefährlich sein. So. Lieber erstmal dann den Save Point hier hinten aktivieren. Und Skelette weghauen. Ja, gleich zweimal den Save Point aktivieren. So. Spawner weg. Hinter der Säule verstecken, wenn das Ding feuert. So, warten, bis es nochmal gefeuert hat. Spawner weghauen. So, und dann das Ding weghauen. So. Geht doch. Dich weghauen, Spawner weghauen und wir sind wieder dort, wo wir vorhin waren. Sehr gut. So, jetzt wüsste ich aber zu gerne, die Wand sieht... Ah, die habe ich schon mal ausprobiert gehabt. Ah, hier gibt es einen Weg. Mal gucken. Okay, erstmal gibt es viele, viele Bogenschützen hier. Wow. Das hier sieht übel aus. Okay, das ist eine komische Falle. So. Wow. Okay. Cooles Rätsel. Gegenstand hier. Und only one more to go. Ah ja, da auf der anderen Seite. Wow. Sequence complete. Secret Passage. War das die einzige Secret Passage oder gibt es noch was? Also ja, es gibt den Weg hier drüben. Au. Wow, das macht ja nicht unwenig... Das macht nicht gerade wenig Schaden, wenn wir da vorne getroffen werden. Also da das Ganze so secret aussah, also erstmal werfe ich mir den Trank ein. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das als nächstes an. Päckchen. Und ein Weg auf Ebene 5 runter. Ja, gut. Okay, den Weg auf Ebene 5 nehmen wir als letztes, glaube ich. Weil hier oben ist erstmal wieder Sackgasse. Autsch. Blöde Blobs vergiften. Hier oben ist nur der Bronzeschlüssel, der letzte von dieser Ebene. Jedenfalls auf dieser Seite. So. Gut, das heißt, wir haben hier alles geklärt. Gucken wir uns mal das Secret-Gebiet da drüben an. Hey, und wir haben volles Leben und so weiter. Wow. Gut, da sollte ich endlich mal aufpassen. Nicht, dass uns das noch killt. Au. Genau, guckt euch mal an, wie viel Schaden das machen kann. Wow. So, hier hinten verstecken. Die ausschalten. Schieß. Nicht auf uns. So, weg mit dir. So, wir geben dort drüben viele Heil-Items. Und dort gibt es noch mehr Gebiete zum Erforschen. Hä? Also ich habe fast schon das Bedürfnis, erst runter zu gehen, weil ich das Gefühl habe, hier geht es weiter irgendwie.
Deswegen. Oder nee, wir gucken uns noch die Nische da oben an, wenn es da dann weitergehen sollte. Also ja, das hier ist schon mal gar keine Sackgasse. Hier sind nur Bogen und hier ist ein Safe Point. Also ja. Hier ist nur der Weg weiter. Gut. Das heißt dann für uns erst einmal Leben Mana einsacken. Und dann gehen wir hier den Weg nach unten. Und haben wieder viele Schleime. Und ja, hier sind die Pyramiden, von denen ich gesprochen habe. Und der große Kristall. Ist das ein Schafott? Nein, das ist ein Teleporter. Okay, wir haben einen Teleporter entdeckt. Auch gut. Den müssen wir jetzt nur noch irgendwie aktivieren. Aua. Und hey, da ist unsere Eisschleuder von der anderen Seite. So, plus Health ist immer gut. Vor allem, weil wir jetzt gerade ziemlich viel verballert haben durch die Aktion. Ja, das Spiel ist manchmal etwas zu leicht und dann wird man zu risikofreudig. So, Brett nach oben teleportiert, das ist wirklich ebenenübergreifend gemacht worden. Das finde ich mal nice durchdacht. So. So. Jetzt ist der Teleporter hier aktiv. Wo bringt der denn uns hin? Bonusakt. Schon wieder so ein Ort. Ja gut, den nehmen wir gerne mit, den Ort. So. Und hacken uns einmal da durch, weil die Gegner hier den Bonus-Acts können irgendwie nichts. Something on floor 5 has happened. Ja, auf Floor 5 waren wir ja gerade. Wir haben, glaube ich, die blauen Stacheln deaktiviert. So, was machst du? Du machst gar nichts. So, weg mit dem. Wow. Da hat das Durchdashen gerade Spaß gemacht. So, erstmal schön aufräumen. Schlüssel einsacken, noch mehr aufräumen. Geld einsacken. Die Gegner hier müssen sich ein bisschen verarscht vorkommen. Dadurch, dass wir sie einfach größtenteils ignorieren und durch sie durchheizen. So. So. Geld einsacken. Euch alle ausschalten. Exit öffnen. Aber ich töte trotzdem mal ein paar von euch. Nur so, weil ich es kann. So. Ja, weil ich es kann. Deswegen töte ich euch. So, hier ist alles tot. Gut, dann gucken wir mal hier oben rein.